Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft Staffel 6. Weiter geht's. Hier hinten habe ich mal die CVD-Unit und den Extraktor da rausgerobbt. Den habe ich dann drüben verbaut. Da können wir dann eh gleich hin. Mal kurz was gucken. Hier habe ich Induction Smelter für Stil. Das brauche ich da später mal. Ja, mein Inventar ist ziemlich voll. Da habe ich was vorbereitet. Da werden wir jetzt gleich was aufbauen. Ja. Das können wir wegtun. Das braucht kein Mensch. Funktioniert nicht. Das, ja. Das brauche ich auch nicht. Das kommt wieder hier rein. Das waren Testzwecke hier. So. Doch, den nehmen wir mit. Können wir schlafen? Gut, dann tun wir schlafen. Gehen wir rüber. Ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ich da diesen Pneumatik Kompressor, wie heißt da hinten, aufbaue, noch vergrößere. Das habe ich gemacht. Ihr seht, er ist weg. Ich habe den jetzt unterirdisch gebaut. Seht, schaut ein bisschen anders aus, aber dazu kommen wir in der nächsten Folge. In dieser Folge machen wir was anderes. Zwar habe ich hier abgerissen alles, der ganzen Fermenter, und habe ich ihn hier im Inventar. Extraktor meine ich. Und den bauen wir jetzt hier neu auf. Hier haben wir unser Engine, das ist ja klar. Dann bauen wir hier ein Pebble. Überlegen, wie der kommt. Rotes Output, gell? Das heißt hier Orange und Blau. So. Ja. Orange, schwarz, okay. Mal gucken. Input, Output. Gehört genau vertauscht. Rotes Output, rotes Output. Genau, dann kommen hier zweimal CVD-Unit. Warum zwei, werdet ihr dann auch gleich sehen. Ah, die steht genau verkehrt rum. Na, dann machen wir so. So, genau. Guckt man hier überall die Belt rein. Oh, dann ist man unten. Dann kommt hier wieder ein Pebble hin. Output kommt dann hier hin und verarschen jetzt, warte mal. Das ist immer mit denen, ist immer so eine Sache. Da haben wir Farbe. Input gelb. Inside ist auf alle Fälle mal gelb. Genau. Und Output-Seite haben wir oben. Vielleicht blau? Ja, blau schaut gut aus. Dann kommt hier der Extraktor drauf. Zack. Das heißt, Engine 90 Grad, zweimal CVD-Unit, 90 Grad nach oben. Dann brauchen wir Wasser. Das haben wir hier. Das leiten wir hier drüber. Zweimal Leprechaun für die CVD-Unit. Dann kommt bei der ersten 32 Speed. Bei der zweiten müssen wir hier Control machen. Zwar, das habe ich schon getestet, also wundert euch nicht. Viermal Speed und viermal Torque kommt hier. Drei, ne, vier, scheiße. Summen klicken. Einmal, zweimal, viermal Torque und 32-fach Speed. Also viermal Torque bei Redstone-Signal, 32 Speed, wenn nichts anliegt. Das heißt, wir schaffen da ein Speed von 64-fach Geschwindigkeit. Wir haben schon was anliegen, obwohl eigentlich nichts läuft, oder? Egal. Wenn wir jetzt einmal einschalten. Zack. Hier wird dann laufen, dreht sich. Er zeigt hier, Torque haben wir genügend. Wenn wir hier dann einen Schalter haben, wir haben genügend Torque, aber zu genügend Speed hat wenig Torque. Schalten um, haben wir alles genau. Wenn wir das so haben, ist das relativ langsam, deswegen schalten wir hier um. Das Umschalten, das werden wir nicht per Hand machen, sondern das machen wir mit einem Timer
Und ein Toggle-Latch, das habe ich auch schon gecraftet. Das ist nicht schwer. Einfach so Circuit. Und hier der Timer ist auch nicht so schwer mit Pointer und so. Kreuz zum Fackel. Es sind keine schweren Rezepte. Dann kommt hier, kurz überlegt. Der kriegt gar kein Signal, der auch nicht. Das heißt, so war falsch. So, genau. Dann der Timer hier ein. Und der schaltet alle 2 Sekunden um, das passt. Jetzt bekommen wir hier einmal Dings, Torque. Das und Torque. Was das auf sich hat, werden wir jetzt gleich sehen. Warum das extra mit 2 und das genau so sein muss, das werden wir jetzt sehen. Zwar, ich nehme hier mal 20 Kohle und mache noch nichts, weil hier fehlt Wasser. Zack. So, Wasser fließt rein. Und jetzt die Kohle hier reinhaue. Schaut mal, zack. Mal umschaltet. Und schon haben wir eins der Kohle fertig. Ziemlich schnell. So, fertig ist die Kohle durchgeschmolzen. So schnell geht das. Also es geht ratzfatz, wenn man hier noch schneller macht, geht es noch schneller. Also das ist echt eine schnelle Erzverarbeitung, wie man sieht. Das geht, ich glaube, mit keiner anderen Maschine schneller. Naja, doch, vielleicht mit den Grinder, aber okay, der vervierfacht das nicht. Wir haben jetzt 60, 100, 1 zu über 1 zu 5. 1 zu. Kann man hier irgendwo Rezept anschauen? Nee. Schade. Aber man kann das mal hier schauen. Wir haben genau dieses 1 zu 5,06 wahrscheinlich erwischt. Beim Grinder haben wir nur 1 zu 3. So, jetzt sind wir hier noch die Item Duct Pipes dann noch. Bin gerade überlegen. Wir bauen sie erst noch was anderes. Zwar da sogenannte Strukturpipes. Wenn ich die finde, bla 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 bla. Ich weiß nicht, wie man die genau schreibt, deswegen hier die brauche ich. Cobblestone Pipe haben wir keine. Man muss gleich eines so. So. Da ein paar. Und dann braucht man hier Gates. Da nehmen wir. Das werden wir eigentlich noch brauchen. Aber ein Ore Gate werden wir brauchen. Das hier. Ich hoffe, dass das stimmt. 10 Stück sollten auch rein. Dann kommt hier eine Pipe entlang gelegt, so. Eigentlich ja. Aber ich möchte das fast da hinten so haben. Dann hier die Pipes disconnecten lassen. Zack. Zack. Und die da unten auch noch. So. Und dann bräuchte ich den ganzen Schotter hier vorne auch nochmal. Da könnte man unten durchfahren. Das machen wir dann hier durch. Zack. Warte mal, wie schaut das da hinten aus? Von der Seite wäre das möglich. Nee, das geht nicht. Okay, egal. Lassen wir es vorerst mal so. Zwar kommt dann hier da ein Gate und da ein Gate. Und bei den Gates sagen wir erstmal hier ein Wire-Signal drauf. Dann sagen wir hier Tank Empty Space Item in Inventory ein Wire-Signal. Und hier sagen wir, wenn du ein Pipe-Signal bekommst, machen das das Signal, dann schaltet er die Engine. Das heißt, sobald wir hier ein Item reinlegen, haben wir noch irgendwas zu durchschmelzen hier. Eisen, zack, schaltet der automatisch die Maschine an. Und hier könnte man 1 Sekunde draus machen, dann geht das viel schneller. Ja, dann schaltet er wieder aus, ist logisch.
nichts mehr hat. So, was haben wir überhaupt alles? Eisen. Bitch-Dings-Bums da. Und Kohle haben wir ganz da oben. Da haben wir schon jede Menge. 58 Stacks. Und jetzt möchte ich aber auch so, dass der dann auch theoretisch den Timer deaktiviert. Frage ist nur, wie machen wir das am besten? Am klügsten. Hier können wir runtergehen. Struktur bei paar Mal. Ne, nicht mehr viel. Red Pipe auch nicht. Und geht. Mal dein Endgate ist doch auch egal. Da bauen wir noch Red. Rote Farbe. Hallo, rote Farbe haben wir nichts mehr. Dann halt so. Rote Rose. Ich glaube, wenn wir die jetzt reinlegen, kriegen wir die genau raus. Kurz anschalten hier, zack. So. Dann versuchen wir mal unser Glück hier. Darunter. Darunter. Hierhin, hierhin. Hierhin. Und hierhin. So. Da unten können wir wieder dicht machen. Und hier und hier rauf. Hier ein Gate hin. Das geht, sagen wir mal. Ah, jetzt brauchen wir das Pipe-Wire-Signal noch, gell? Krieg ich das da hinten drauf? Ja, krieg ich. So. Kriegst du ein Pipe-Wire-Signal? Kriegst du kein Pipe-Wire-Signal hier? On. So. Gut. Also, kriegst du kein Signal, gib ein Signal. Kriegst du ein Signal, dann deaktiviert das wieder, logischerweise. So, ein anderes Lied da. Und hier müssen wir dann gucken. So, und darauf. Und hier dazu. Das heißt, jetzt müsste theoretisch, wenn ich ein Item reinlege, der Motor hier anschalten, hier Wasser rausgehen und der Timer auch angehen. So ist die Theorie. Praxis aussieht, werden wir gleich sehen. So, 10 Stück tun wir rein und gucken wir mal. Zack. Klappt ja. Ihr seht, das geht jetzt ratzfatz. Bam, bam, fertig. Schaltet alles wieder aus. Wir haben nur minimalsten Stromverbrauch. Und eigentlich eine relativ kompakte Maschine auch. Und jetzt müssen wir dann noch gucken, wie wir das Ganze Item-System da machen. Das werden wir vorerst mal einfach die Pipe hier entlang. Ich weiß gar nicht, kann ich oben auch rausziehen oder nicht? Jetzt gut zurecht zu wissen. Und wäre natürlich jetzt am einfachsten für mich. Wenn das funktionieren würde, einfach mal ein Servo. Haben wir keine. Servomotoren, dann machen wir uns gleich mal ein paar. 34, passt. So. Hallo? Ah, jetzt geht's. Servo rein und das haben wir einfach rausziehen. Was du findest, zieh raus. Wenn ich hier dann jetzt noch was reinwerfe, gucken, was rauszieht. Zack. Ja, zieht er gleich raus. Spitze Sache, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr gut, das System so. Und wenn ich jetzt irgendwas habe ich... Oh, irgendwo, wo ich ein bisschen mehr habe. Hier ist Silber, können wir mal durchlassen. Iridium. Als der rein tut, zack. Geht das relativ schnell hier. Zack, zack. Und schon fertig. Also nee, ganz noch nicht. Jetzt ist er fertig. Cool, es geht ja ratzfatz. Ratzfatz, Leute, ratzfatz geht das. Das Aluminium-Powder ja da unten drin. So, dann wollte ich
für die nächste Folge. Weiß nicht, ob wir hier weitermachen. Mal gucken. Hier haben wir unseren schönen Tank. Hier eine kleine Steuerung dazu. Das haben wir eh alle schon gemacht. Hier haben wir V-Lightbox und wir haben hier schon diese PCB. Hier ist einer, der ist fehlgeschlagen. Das wollte ich euch auch zeigen. Hier habe ich noch einen leeren, den müsste ich noch machen. Ich habe Carpenter gebaut. Plastik. Und ich glaube, wenn ich hier unten noch richtig erinnere, habe ich hier auch noch die gebaut. Transistor. Und mein Öfchen hier. Der hat hier unten mehr Output und so weiter, aber das kommt alles in einer anderen Folge dann, wenn wir da weiterbauen. Der funktioniert auch. Der hört bei 3,5 Bar auf. Mit 2 Kompressor. Haben wir immer konstant 3,5 Bar drin. So, das passt, das haben wir cool erledigt hier. Jetzt können wir die Erze ratzfatz durchjagen. So, zack. Blub, blub, blub. Fährt dann gleich an und alles ist gleich weg. Ziemlich schnell verarbeitet alles. Da kann man dann wirklich schnell an Rohstoffe kommen. Da werden wir dann mit diesen digitalen Miner oder so mal gucken, relativ viel Rohstoffe ranzuholen. Die dann zu verarbeiten. Das haben wir alles irgendwie schon automatisieren. Deswegen nichts. So. Gleich mal mit aktualisieren nach. Hier verschiedene Rohstoffe ist kein Problem. Müsste eigentlich alles hier einsortiert werden. Ja. Zack, zack. Weg ist es. Coole, coole Sache, ey. Da könnte man theoretisch sogar noch weniger machen. 0,5. Da müsste es noch besser laufen. Ich jetzt noch mal gucke, wo wir ein bisschen mehr haben. Ja, mittlerweile haben wir gar keine Rohstoffe mehr. Lead. 11 Stück. Müsste ja fast noch schneller durchlaufen, oder? Genau. Weil er nicht zu lange warten muss. Zack, fertig. Ratzfatz geht das jetzt. Gut, wie gesagt, das ist meiner Meinung nach relativ kompakt. Ich hätte das noch alles näher als hintersetzen kann ich nicht, weil hier die Engine hinten den Anschluss hat. Deswegen ging das nicht. Oh, aber das ist eigentlich ziemlich gut verpackt. Hier mit der Wand, da werden wir eh noch was machen. Da werden wir alles zurücksetzen. Besser verkabeln. Oder wir bauen hier noch einen zweiten Extraktor hier hin. Na egal. Also macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Like oder ein Abo da. Und ciao Leute, bis dann.